Silvia, ich weiß, dass du ganz offen MOOCs in deinen Lehrveranstaltungen integrierst und den Studierenden großen Spielraum gibst bei der Auswahl von MOOCs. Wie ist das in eurem Masterstudium Soziale Arbeit überhaupt möglich? Im Masterstudiengang Soziale Arbeit haben wir eine Studieneingangsphase im ersten Semester und Studierende, die den Bachelor Soziale Arbeit studiert haben oder die Sozialakademie besucht haben und jetzt schon länger als Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter arbeiten, die haben die Möglichkeit, im Studium Generale spezifische Lehr- und Bildungsveranstaltungen zu wählen. Und eine Möglichkeit bei der Wahl sind MOOCs und das wird vorgeschlagen, das wird von meiner Seite auch sehr empfohlen und das wird von den Studierenden auch sehr konsequent genutzt. Und kannst du bitte genau erzählen, was sind die Rahmenbedingungen, um den Studierenden einen Lernprozess in einem MOOC zu ermöglichen? Im Studium Generale sind 13 ECTS an Lehr- und Bildungsveranstaltungen zu absolvieren. Und am Beginn des Semesters werden diese geplant, dann werden die bewilligt und eben besucht und bis Ende des Semesters im Idealfall abgeschlossen. Und wenn hier ein MOOC besucht wird, dann ist er entsprechend quasi des Verlaufs des MOOCs zu besuchen. Idealerweise schließt der MOOC eben auch mit einem Badge oder einer Leistungsfeststellung ab. Und diese Leistungsfeststellung ist für uns wiederum die Basis für die Anerkennung der im Vorfeld festgelegten ECTS für diesen MOOC. Mich würde jetzt ein konkretes Beispiel interessieren, also eine Studentin oder ein Student, die einen bestimmten MOOC besucht hat. Kannst du da was erzählen? Ja, mir fallen zwei Beispiele ein aus dem letzten Semester. Das sind Kolleginnen und ein Kollege aus der Kinder- und Jugendhilfe. Ein Beispiel ist von der Universität Ulm. Federführend von Frau Professor Ziegenhain ist ein Kurs entwickelt worden, der heißt Frühe Hilfen und frühe Interventionen im Kinderschutz. Richtet sich an Personen, die eben im Bereich der frühen Hilfen arbeiten und dieser spezielle Qualifizierung, eine spezielle auch Weiterbildung zum Thema frühe Hilfen und vielfältig aufgesetzt. Es gibt Videos, es gibt Texte, es gibt Tests, es gibt Einschätzung von Videosequenzen. Der Kurs ist mit 90 Unterrichtseinheiten veranschlagt. Dazu kommt eben noch das Selbststudium und das ist ein Beispiel, dass das am Ende der Zeit bzw. nach erfolgreichem Abschluss aller dort auch zu leistenden Wissensüberprüfungen, dann gibt es dort eine Bestätigung und diese Bestätigung wird dann bei uns eingereicht und dann werden hier die entsprechenden ECTS anerkannt. Das ist ein Beispiel und ein zweites fällt mir ein, das ist ja so ein, das ist jetzt ein deutscher MOOC, ein fachspezifischer, sonst werden sehr gerne englischsprachige auch Angebote genutzt, wo das gleiche Prinzip dann herrscht. Man schreibt sich ein, die Kurse werden besucht und im Idealfall ein Badge abgeschlossen. Bei den englischsprachigen ist es dann oft so, wie jetzt ein Beispiel, The Silence of Happiness von der Universität in Berkeley. Da sind ja dann diese Abschlüsse extra zu bezahlen. Wenn die Studierenden das nicht machen wollen, dann haben sie die Möglichkeit, genau in einem Lernjournal den Lernprozess im MOOC zu dokumentieren, Themen aufzuarbeiten. Und dann ist dieses Lernjournal und der Nachweis im Lernjournal vom Lernprozess auch die Grundlage für die Anerkennung der ECTS und für das Studium Generale. Und es wird eben mit teilgenommen oder nicht teilgenommen bestätigt. So können wir das dann auch anerkennen. Und was ist jetzt der Benefit für die Studierenden? Und gibt es einen Benefit für euch als Lehrende auch? Speziell die Studierenden, die jetzt schon im Feld tätig sind, die kommen mit einem speziellen Thema, meistens auch mit einem Thema für die Masterarbeit. Und die MOOCs bieten uns die Möglichkeit, dass sie sich hier spezifisch dann schon für das Masterarbeitsthema vertiefen, in einem Angebot, das wir am Studiengang selber so gar nicht anbieten können. Das ist ein Thema. Das zweite ist mit Sicherheit bei den englischsprachigen MOOCs die Sprachkompetenz und der Spracherwerb. Das heißt, dass dort es möglich ist, das wirklich auch auf Englisch zu machen.
das ist das. Und sozusagen ein Benefit ist auch, eine andere Lernform kennenzulernen, weil speziell der MOOC jetzt das Silence of Happiness, das Science of Happiness, genau, sozusagen, da hat mich interessiert, wie viele Personen eingeschrieben sind, und im Jänner 2018 waren das 450.000 Studierende. Und das ist schon, denke ich, auch nochmal was ganz Besonderes zu sehen. Weltweit gibt es hier Personen, die gleichzeitig hier an einem Thema arbeiten. Eine wichtige Frage zum Schluss. Wie bewertest du oder benotest du die Teilnahme oder den Lernprozess in einem MOOC? Ja, wie schon gesagt, die Bewertung erfolgt im Idealfall über den MOOC selber. Das heißt, dass es hier eine Bestätigung der dort zu tätigenden Leistungen und Aufgaben gibt. Wenn das nicht der Fall ist, im Lernjournal. Das heißt, dass hier genau dieser Lernprozess genau beschrieben wird und dann auch themenspezifische Arbeiten zu erfüllen sind. Und dass dann die ECDS, der Besuch und der erfolgreiche Besuch mit erfolgreich teilgenommen bestätigt werden kann. Wir brauchen eben hier nicht ein Beurteilungssystem, wie man sonst kennt, und haben jetzt hier genau diese Anerkennung der erfolgreichen Teilnahme. Okay, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, gerne.